dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei der 37. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Machen Sie es sich bequem, denn in 3, 2, 1 Sekunden geht es weiter mit der Nummer 181. Aus der Feder eines gewissen Hermann Lotze, der in dem Ruf steht, den Geltungsbegriff in der Mitte des 19. Jahrhunderts vergleichsweise mehr ins Spiel gebracht zu haben als alle anderen. Zudem geht auf diesen Hermann Lotze auch eine Hervorhebung des Wertgedankens in der Philosophie zurück, wenn man so will, führt die Linie von Lotze sogar bis in die Phänomenologie Husserls, und zwar über das Bindeglied Franz von Brentano. Ja, das wäre es soweit als Marginalien. Wir kommen zum Zitat aus den drei Büchern der Logik. Das ist, glaube ich, übergeordnetes Werk, System der Philosophie oder irgend so. Egal. Das Vorstellen ist nicht das, was es vorstellt. Die Vorstellung ist nicht das, was sie bedeutet. Auch die einfachsten Vorstellungen, die nur einen denkbaren Inhalt bezeichnen, haben diesen Inhalt nicht zu ihrem eigenen Prädikat. Die Vorstellung desselben ist nicht gelb, die des dreieckigen, die Vorstellung des Gelben, muss es hier natürlich heißen, mein Fehler. Die Vorstellung des Gelben ist nicht gelb, die des Dreieckigen nicht dreieckig, die des Furchtsamen nicht furchtsam und die Vorstellung des Halben nicht halb so groß wie die des Ganzen. Ja, was ist hier so erwähnenswert, dass diese Methode der Nicht-Identifizierung aufgrund eines Feststellens eines Verhältnisses zwischen Begriff und Phänomen bzw. Sache, wie immer man das irgendetwas nennt, das zu benennen ist, ist auch die Vorstellung, ist auch in der Vorstellung, darf diese Identifikation auch nicht in der Vorstellung praktiziert werden, indem man nämlich annimmt, dass die Vorstellung das ist, was es vorstellt, so wie man eben glaubt, dass das Wort das ist, was es repräsentiert. Und hier sagt eben Lotze, dass das Vorstellen nicht das ist, was es vorstellt. Die Vorstellung ist auch nicht das, was sie bedeutet. Also auch hier nochmal eine Differenzierung zwischen Vorstellung und Bedeutung, dass das nicht einfach so identifiziert werden kann. Weil sich da eben auch noch eine genauere Analyse anbietet, möchte ich sagen. Und dann geht Lotze weiter. Auch die einfachsten Vorstellungen, die nur einen denkbaren Inhalt bezeichnen, haben diesen Inhalt nicht zu ihrem eigenen Prädikat. Ist so zu verstehen wie im ersten Fall, bloß eben als der Inhalt wird dann zur
Eigenschaft soll man nicht machen. Ja, und dann, dass die Vorstellung des Gelben nicht gelb ist. Und wenn ich an ein Schwein denke, habe ich kein Schwein im Kopf. Das drei gegen nicht drei. Also das zu differenzieren ist hier nochmal verdeutlicht, dass diese Identifizierungen nicht nur vom Wort auf die Sache gehen, sondern auch bei der Vorstellung, dass die Sache auch mit der Vorstellung identifiziert wird. Und dann auch die Bedeutung mit der Vorstellung identifiziert wird. Also alles so Sachen, die der normale Otto-Normalverbraucher gar nicht beachtet, im Grunde genommen. Das muss der Erkenntnistheoretiker alles unterscheiden. Ich schalte dann weiter zum nächsten Punkt. Einmal die drei Bücher der Logik. Ja, Verschiedenheit, wieder ein Prädikat des A für sich, noch des B für sich ist. Wessen Prädikat ist sie? Und wenn sie nur Sinn hat, sobald A und B aufeinander bezogen sind, welche sachliche Verbindung findet denn zwischen A und B dann statt, wenn wir die beziehen, die Tätigkeit, als nicht ausgeübt betrachten, durch welche wir in unserem Bewusstsein beide in Verbindung setzen? Diese Fragen nicht beachtet zu haben, ist der Grund mancher Irrungen der antiken Dialektik, was Dingen nur in der gegenseitigen Beziehung zukommen kann, die unser zusammenfassendes Denken zwischen ihnen stiftet wurde, nicht ohne der logischen Einbildungskraft Gewalt anzutun, als Prädikat die einzelnen auf sich beruhenden ausgesprochen. Also, was Lotze hier feststellt, ist in umgekehrter Weise, dass es nur, dass die Verschiedenheit nicht den einzelnen Dingen zukommt, sondern ein Verhältnis, einen Vergleich zum Grund hat oder nur Sinn hat, wenn ein Vergleich vorgenommen wird. Und zwar sobald A und B aufeinander bezogen sind, dann kann von einer Verschiedenheit oder auch von einer Gleichheit, Ähnlichkeit, wie auch immer, gesprochen werden. Alle diese Urteile sind Vergleichsurteile. Und dann fragt Lotze, welche sachliche Verbindung findet zwischen A und B dann statt, wenn wir die Tätigkeit als nicht ausgeübte betrachten. Also keine an sich keine, aber es kann sachliche Verbindungen, was heißt sachliche Verbindung? Eine sachliche Verbindung ist auch eine Zweck-Nutzen-Verbindung. Und die finden dann statt, wenn ein Interesse, eine Intention etwas vorhat. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass eben diese Fragen oder solche Fragen haben sich die Griechen, alten Griechen, bis auf die Skeptiker, einige der Skeptiker, es ist nicht so, dass diese Fragen nicht gestellt wurden, aber eben nicht in dem Ausmaß, dass es dann philosophiegeschichtlich irgendwelche Auswirkungen gehabt hätte, stärker geworden wäre als der Einfluss, den Aristoteles oder Kant zum Beispiel auf die Nachwelt hatten. Und weniger vielleicht noch Sokrates, aber dann die Vorsokratiker, das sind einzelne, von denen noch die Rede ist, Heraklit,
Aber ansonsten die Kritiker des Empirismus, die klassischen Skeptiker, die sind in der Versunkenheit verschwunden und immer nur Leute, denen klar geworden ist, dass hier der logischen Einbildungskraft Gewalt angetan wird. Wenn das, was nur in einer gegenseitigen Beziehung stattfinden kann, eben den einzelnen Dingen als Prädikat zugerechnet wird. Und so ist es dann immer in der Philosophiegeschichte, 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 dass von Zeit zu Zeit gewisse Persönlichkeiten dann wieder was ausgraben und dann einen vergessenen Gedanken wieder neu in einen zeitgemäßen Bezug setzen. Und schon rappelt es wieder mehr oder weniger im Karton, schon muss umgedacht werden oder werden diejenigen, denen alle diese Diskussionen nichts als lästig sind, dann wieder mal gezwungen, sich zu äußern, sich zu rechtfertigen, wenn sie weiter ihre Glaubwürdigkeit behalten wollen als Autoritäten, als Obrigkeiten, als diejenigen, die im Besitz der Vernunft sind. Und schon geht's weiter zur Nummer 190. Es soll ja nicht der Verdacht aufkommen, dass ich hier bewusst die ganze Geschichte verschleppe, damit es möglichst noch zum Jahrhundertrekord von 101 Folgen, halb Stunden Folgen dieser Trilogie kommt. Weil das ist dann nicht mehr vermittelbar, weswegen man nicht etwas kürzer. Aber wie gesagt, wenn der Feind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über auf noch so vielen Kanälen da seinen Müll über Land und Leuten ausschüttet, dann kann ich hier gar nicht genug dagegen halten. Die Nummer 190, so oft von irgendeinem Geist ein vollkommener Kreis dargestellt wird. Jetzt habe ich schon wieder ein Déjà-vu, aber hier sehe ich ein Pi und das hatten wir noch. So oft von irgendeinem Geist ein vollkommener Kreis dargestellt wird, so oft wird zwischen seinem Durchmesser und seinem Umfang hier freilich nur durch eine Reihe von Zwischengedanken das Verhältnis 1 zu Pi gefunden werden. Deshalb gilt diese Proportion an sich. Aber obwohl sachlich gültig, hat sie doch ein Sein nur in Gestalt des Denkens, welches sie auffasst. Und jetzt werden die eingefleischten Realisten sagen, das tut ja alles nichts zur Sache, solange man hier mit diesen Formeln, mit der berühmten Zahl Pi, 3,14, ein paar zerquetschte, bis in die Unendlichkeit hinein, sich nicht wiederholende Zahlenfolgen haben ganze Mathematikergenerationen in den Wahnsinn getrieben. Diese Verbohrtheit in das mathematische Bild als Vorbild der wissenschaftlichen Beweiskunst hat ja, wie bekannt, immer wieder dazu geführt, dass die naturwissenschaftlichen Methoden auch auf die Sozialwissenschaften und auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, angewendet wird. Und hier bekräftigt Lotze eben, dass diese berühmte Zahl Pi nur in Gedanken stattfindet und die ganze Rechnerei ist nur eine Gedankensache. Und wenn man von einem Sein sprechen will, dann ist es eben nur ein gedankliches Sein. Und hier ist zwar
die Frage der Anwendung keine besonders schwierige, weil ja die Mathematik gerade in der Physik als weitere Anwendungswissenschaft der mathematischen Prinzipien von unbestreitbar praktischem Nutzen ist, so muss doch unterschieden werden zwischen Erkenntnis theoretischer Wahrheit und eben diesen praktischen Nutzen. Denn wie gesagt, was die Anwendung angeht, so sind es immer Erfahrungswerte. Braucht man nur irgendwelche technische Veranstaltungen, Produktionen, Bauten, Brücken, Hochhäuser. Da ist das immer die Frage der Randbedingungen, inwieweit diese Randbedingungen beherrschbar sind. Was Bauten angeht, Witterungseinflüsse, die können dann zwar auch berechnet werden, aber jetzt vorauszuberechnen, wann eine Brücke einstürzt, einen genauen Punkt zu berechnen, das ist dann schon wieder etwas schwieriger, oder ein Unglück vorherzusagen. Ich will jetzt auch nicht bestreiten, dass da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche Resultate erzielt werden, aber letztlich, und da geht es eben um die berühmten 100%, die dann eine Ausschließlichkeit und eine unbedingte Notwendigkeit und eine Unabdingbarkeit und was weiß ich, was da alles für Prädikate, assertorisches Gewissheitsurteil, was da nicht alles gewonnen worden ist, da braucht es eben die 100% und nichts anderes. Und die sind aufgrund vieler Variablen, die nicht beherrschbar sind, hat man immer mit einer Unbekannten, mit einem X zu rechnen, das mal höher, mal geringer zu veranschlagen ist. Aber so ist das mal, was die Praxis angeht. Die Praktiker sind ja da voll davon überzeugt, dass das Theoretische alles nur Theorie ist. Also da ist gar nicht viel zu holen. Und das ist der Punkt. Praktisch ist dagegen nichts einzuwenden. Bloß erkenntnistheoretisch müssen andere Maßstäbe angelegt werden, damit eben es keine Hintertürchen gibt. Das ist dann in der Logik, wenn die Logik nicht wasserdicht ist, dann braucht man nur in der Gesetzgebung schauen, was es da für findige Intelligenzien gibt, die dann in dem ausgeklügelsten Gesetzeswerk dann noch ein Schlupfloch finden und sich irgendwie rausreden. Das muss dann schon wasserdicht sein. Und so ist das eben nicht der Fall mit der einigermaßen gewiefter Naturwissenschaftler wird das ja auch, oder Ingenieur wird das ja auch gar nicht bestreiten, dass Erfahrungswissen eben Erfahrungswissen ist und kein mit hundertprozentiger Sicherheit belegbares, vorhersehbares, sagbares und so weiter. Aber jetzt geht's zu 191 und ich muss mal eben 6 Minuten, heißt es hier, im Tachometer. Da geht noch einiges, denke ich mal. Hier Gustav Gerber, auch einer, der in der Vergessenheit verschwunden ist, dessen 2 Bücher, denke ich mal, die Sprache als Kunst und Sprache und Denken, sind bei weitem noch nicht so ausgewertet, wie das sein könnte, wenn man eben so wie ich den nötigen Überblick hat und den Stellenwert dieser Leute
ist nicht nur Gustav Gerber, sondern gerade Siegfried Schmidt, der im nächsten Zitat erwähnt wird, hat in seinen zwei Bänden Philosophie als Sprachkritik in den 70er, Anfang der 70er Jahre, 71 des letzten Jahrhunderts, da in diesem Sammelband alle diese Kollegen, Max Friedrich Müller war das, ein Hinduistenforscher da in Indien unterwegs, aber eben auch in der Sprachphilosophie, Sprachwissenschaft, Denken im Licht der Sprache, sind alles Sachen, die unter der richtigen Maßgabe, also richtig, wenn man weiß, worauf es ankommt, jetzt zum Beispiel, um die Bedeutung da zu untersuchen, Bedeutung und Geltung und all die ganzen Geschichten, das sind ja, da hat es zwar später dann nochmal so semantische Anwandlungen gegeben, Franzosen, Strukturalisten, aber davon halte ich nicht besonders viel, der Objektivismus da kaum in Angriff genommen wurde, auch von Foucault nicht. Der ist immer noch schön in der wissenschaftlichen Gemeinde geblieben, mit aller Allgemeingültigkeit, die da so möglich ist. Trotz seiner Netzbeschmutzerei hat das alles seine Grenzen. Und letztlich kann man mit dem, was Foucault oder überhaupt diese Franzosen da bieten, der herrschenden Logik nicht beikommen, weil sie eben viel zu viel von dieser herrschenden Logik in sich hat. Also was Allgemeingültigkeit angeht, das ist letztlich ist das alles Theologie, was die da verbraten. Also Gustav Gerber schreibt hier, Kraftstoff sind nicht weniger Götter vor dem Erkennen als Ormuzd und Ahriman. Glaube im Manichäismus sind es der gute und der böse Gott. Atome und Anziehung der Körper sind nicht weniger Metaphysik als des Leibniz Monaden. Mit einem Wort Abstraktionen, die aber in ihrer Verabsolutierung, Fetischisierung, würde Mautner sagen, zu Halbgöttern oder Göttern mutiert sind vor dem Erkennen. Und die Liste der Beispiele ist endlos, im Grunde genommen jedes Wort ist der Versuch, ist eine Konstruktion, etwas verständlich zu machen, aber wirklich verständlich wird das Ganze nur, wenn man von diesem schiefen Brett des Objektivismus runterkommt. Erst wenn die ganze Sache nicht mehr so entsubjektiviert abläuft, wie das bisher der Fall ist, kann begonnen werden, sinnvoll miteinander zu reden oder etwas Sinnvolles zu schreiben. Andernfalls ist es alles Müll, ist es alles Geräusch, sind die ganzen Bibliotheken, sind alle Makulatur, da braucht man von Bücherverbrennung, braucht man da nicht mehr reden, denn das ist alles schon Asche, bevor es irgendjemand gelesen hat. Es folgt die Nummer 192, wieder Gustav Gerber bei Siegfried J. Josef, denke ich mal, Schmidt. Ohne das Wort würde jede Gestaltung zerfließen, ehe sie ins Bewusstsein getreten ist. Sie fände in der ausdehnungslosen Seele keinen Ort. Da sind wir, das ist Sprache als Kunst. Gustav Gerber. Ladies and gentlemen, may I introduce to you Gustav Gerber. Ohne das Wort würde jede Gestaltung zerfließen.
Also die würde gar nicht zustande kommen. So, jetzt ist meine Zeit um. Und zu einer solchen Gestaltung käme es im Grunde genommen gar nicht. Also da, auch wenn jetzt da die Grazer Schule Ehrenfels mit ihrer Gestalttheorie da ein nicht begriffliches Wesen wie eine so eine Gestalt da ins Spiel bringen, das ist alles nur Wortklauberei. Wie ich da etwas nenne, es spielt keine Rolle. Der Punkt ist die Vergegenständlichung, die Verdinglichung irgendwelcher sinnlichen Nervenreize. Und das ist eine Gestaltung, Formung, wie auch immer. Und ohne die tritt nichts ins Bewusstsein. Und jetzt die ausdehnungslose Seele, was haben wir uns darunter vorzustellen? Wohl am ehesten einen Wahnsinnigen, der alles ungebremst empfindet, der da keine Filter hat, auf den die diese sogenannte Realität, wie sie dem normalen, kulturell aufgewachsenen Menschen gar nicht so bewusst wird, auf den prasseln da ganze Universen ein. So, das ist dann die ausdehnungslose Seele. Und er findet keine Möglichkeit, das sich auszudrücken und ist da der einsamste Mensch auf Erden und so in der Richtung. Und deswegen Worte, die sind alle wunderbar, bloß wende ich mich dagegen, dass die Allgemeingültigkeit des Worts automatisch zu einer logischen Allgemeingültigkeit in Sachen Erkenntnis werden muss. Da gibt es keinen vernünftigen Grund dafür. Und das ist der Punkt. Und das war die 37. Folge der philosophischen Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Ich wünsche einen guten Abend und verbleibe wie immer euer Blogführer Hannibal mit einem Peace und Out.